Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir sind heute, zumindestens, heute ist der zweite Advent, euch erstmal schönen zweiten Advent heute. Ja, und zwar kommt heute die zweite Adventsfolge mit OMSI 2. Und zwar gibt es ja im OMSI Webdisk, habe ich am Donnerstag ja ein kleines Video gemacht, weil jetzt die erste Adventsfolge nicht so gut lief. Und da habe ich ja gesagt, ich zeige euch so ein bisschen die Weihnachtsmärkte. Ihr fragt euch, wo ist hier denn im Weihnachtsmarkt? Ja, ich weiß, hier ist keiner, aber wir fahren zum Weihnachtsmarkt. Und zwar fahren wir einen Weihnachtsmarkt-Shuttle. Den gibt es in der Omni-Webdisk. Ich muss mal einen Fahrplan auswählen. Genau. Montag, nee, Quatsch, Samstag und Sonntag. Umlauf 4 fahren wir. Von Grefrath Hauptbahnhof, wo wir uns gerade befinden, nach Wilhelmsplatz über Fischelmarkt. Genau, den übernehmen wir mal. So. Schiffsfälle machen wir mal an. Und wir fahren halt mit einem wunderschönen Facelift Gelenk. Mit Mophie Soundpack und so weiter und so fort. Und zwar fahren wir heute im Multiplayer. Den Chat und die Minimap habe ich ausgeblendet, dass wir ganz in Ruhe fahren können. Genau. Wir fahren nämlich schon die OVMD hier. Gut. Aber starten wir mal einen Bus. Der ist ein bisschen zurecht gemoddet von mir mit dieser mit dem Event-PC vom Ursolaris und hier die andere Textur. Genau, die andere Dings Sonnenrollo-Textur. Genau, hier ist nochmal unser Fahrplan. 14:50 Uhr geht es hier los. Genau, um 15:30 Uhr, 12 Minuten geht die Tour. Das ist mal kein so allzu langes Video ist. Genau, zweite Adventsfolge. Ich weiß nicht, wie man den Weihnachtsmarkt-Shuttle schildert. Es gibt eine eigene Hofdatei. Die müsst ihr auch auswählen. Wenn ihr die normale Grefrathof nehmt, funktioniert der Shuttle nicht. Also da könnt ihr den Shuttle nicht schildern. Also ihr müsst, wenn dann schon die halt die Grefrath Club Grefrath-Weihnachtsmarkt oder so heißt die. Die müsst ihr auswählen und dann geht ihr ins Hauptfilmmenü und tut hier halt, hier steht für Wilhelmsplatz, Hauptbahnhof wieder und so weiter, aber ist eigentlich wurscht, also nehmt ihr WM-Wilhelmsplatz und drückt OK und dann. Also ihr müsst die Hauptfilmmenü schildern. Ich habe jetzt, vielleicht kann man das auch übers Ibis schildern, aber da habe ich jetzt keine Lust darauf gehabt irgendwie. Ja. Genau, machen wir mal die Motor an. Den Motor. Wir fahren heute mit einem ZFE-Komat-Getriebe. Genau. Und Weinerwerber. Genau, Wilhelmsplatz. Wilhelmplatz. Genau, Weihnachtsmarkt Shuttle. Ohne Schnee, weil wir ja Multiplayer fahren. Genau, zu so 7 Grad haben wir es. Fahrerkleber machen wir mal an hier. Zack! Alles hoch drin. Das nur so ein bisschen. So. So, Lenkrad ist an. Yep. So. Ein bisschen Druck aufbauen hier. Genau, hier mit den schicken Monitoren, die zwar keine Ziele jetzt hier anzeigen, aber die Fahrgäste wissen ja, wo sie hinfahren müssen. Genau. Na, mal wichtig ist zum Thema Spawnen. Ihr müsst euch, wenn ihr in Grefrath startet, auf den Pausenplatz der 58 stellen. Weil hier vorne ist die Haltestelle oder hier beginnt die Fahrt halt. Und Wilhelmsplatz ist es egal, wo ihr euch hinstellt. Da könnt ihr euch, gibt da nur einen Punkt. Nur dasselbe, auch wenn man die 51 fahren würde. Also nicht, was der BBS manchmal sagt im Multiplayer auf der 51, sondern tut es selber auswählen auf die 58 auf dem Pausenplatz müsst ihr euch stellen. Genau, es war vor. Und los geht's. Wichtig ist, einen Gelenkbus zu nehmen, weil hier steigen ab und zu mal richtig viele Leute ein. Das sieht man jetzt schon hier.
steht auch drin in der Widmi. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo. Hallo. Es ist ja ganz schön kalt hier drin. Ach, guten Tag. Komm, heizt gerade. Blöd, Mann. Hallo. So, bitte du, bald. Hallo. So, hallo. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. Bitte sehr. Fahrscheinverkauf hab ich an. Hallo. Wer ein bisschen Geld verdient. Guten Tag. Also ich nehme das Ganze schon am Samstag auf. Genau. Also hier so ein Abend. Eins, zwei, drei. Noch ein bisschen vor. Zack. Kommt näher noch? Nee. Genau. Es ist ja ein neuer Bus erschienen auf Steam. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. So irgendwie so ein französischer Iveco oder so, ist das irgendwas. Also gut, den Bus finde ich jetzt nicht allzu schön. Das ist Geschmackssache. Das ist halt alles auf Französisch und ja. Gestern sollte eigentlich hier die Emma ein Overhaul Packs in der Beta-Version, in der Open-Beta-Version eigentlich, kommen auf Steam, aber ist irgendwie auch noch nie erschienen. Wir wissen nicht warum, aber naja. Links zum Weihnachtsmarkt-Shuttle und zum Bus findet ihr dann unten auch in der Videobeschreibung. Ihr braucht dafür nur die Karte Greifrad und mehr eigentlich nie. Wichtig ist, die AI-List zu ändern, weil die AI-List ist auch nochmal speziell angepasst worden, und zwar von hier auch jetzt auf die Weihnachtsmarkt-Shuttle Busse Burschalt. Es ist jetzt wichtig, die umzuändern, wenn ihr KI-Verkehr haben wollt. Ich habe wohl die OMSI-Einstellungen noch ein bisschen angepasst gehabt, weil vom Sonntag, das lief ja nicht so ganz so rund. Aber jetzt läuft es einigermaßen. Man kann getrost zuschauen. Wir halten nicht an allen Stationen, wir halten wirklich nur an Fischelmarkt und dann den Wilhelmsplatz dort. Und es gibt nur einen Shuttle, also es gibt keinen, der von Greifrad nur bis Fischelmarkt fährt und dann, also es ist immer über Fischelmarkt, das ist immer so eine ganze Linie halt. Ist die fährt Montag bis Freitags auch. Ich glaube voll um 3 bis um 8 und Samstag und am Sonntag, also am Wochenende, fahren die, ich glaube, schon um 2 bis um 8. Oh, genau. Und das immer mit Gelenkbussen, also ist das schon eher? Ne, ist die 51. Ich bin natürlich schon Probe gefahren hier auf der Linie oder auf dem Shuttle hier. Ist zwar heute nicht mit Schnee, aber das typische Deutschland, Winterwetter halt so. 7 Grad und vielleicht haben wir Glück, vielleicht schneit es ja Weihnachten.
Und es kommt dann auch noch ein Weihnachtsspezial. Also nächste Woche kommt eine 1 auf Berlin X10. Zum dritten Advent, zum vierten Advent muss ich mir nochmal überlegen. Vielleicht kommt noch was. Mal gucken. Oder vielleicht haben wir dann nochmal die Rücktour hier. Aber wäre eigentlich langweilig, aber wenn man nochmal die Rücktour zeigen würde. Weil so nichts anderes da. Und zu Weihnachten kommt dann auch noch was oder vor Heiligabend und es kommt dann Heiligabend dann hoch oder als Premiere, müsste ich mal schauen. Da habe ich auch noch nicht so einen Plan davon jetzt. Den, wenn ihr so natürlich findet auch dem Mod auch in der Videobeschreibung, also den Event PC habe ich mir hier selber nämlich eingefügt in den Bus. Ah ja, gut, wenn man da die Widme hält, ist das eigentlich relativ einfach und wenn man weiß, okay, ne? Also wenn man sich da ein bisschen mit auskennt, ist es okay. Ist es nicht allzu schwierig. Ich finde es schwieriger, wenn man so eine selbst keine Bauanleitung hat und selber gucken muss, wie man das einfügen soll, muss, kann. Servus, Kollege. So. So. Jetzt auch der erste Weihnachtsmarkt. So ein etwas kleinerer. Genau. Musik wiederholt sich hier irgendwie komischerweise. Genau. Und weil das dann abends ist, ist auch das Ding beleuchtet. Und ist ja auch ein Weihnachtsbaum. Aber das Ding dreht sich auch hier. Das ist auch relativ krass. Finde ich cool. So, was gerade in diesem Jahr, wo keine Weihnachtsmärkte sind, ist das schon relativ cool, sowas. Rein, machen wir die Türen zu, ist frisch hier drin. Aber es kommt der Kerner, also kann man so wieder abfahren. Genau, das war der erste Weihnachtsmarkt, der erste Zwischenhalt und jetzt haben wir so Endstation. Es könnte sein, ich sage jetzt mal könnte, in Anführungsstrichen, also bleibt beim Konjunktiv. Es könnten Fahrgäste in der Endstation noch sitzen bleiben. Also nicht wundern, wenn hier noch zwei, drei Leute hinten sitzen. Die fahren einfach weiter. Sind hier eingestiegen und ein paar wollen weiterfahren, wieder zurück, ne? Also. Und Pause habt ihr auch hier genug. Ich glaube, 10 Minuten habt ihr dann Pause an der Endstation. Kommt darauf an, ob das zu früh da kommt oder zu spät ankommt. Letztens war ich ein bisschen zu spät. Aber hatte dann trotzdem so 10 Minuten, 11 Minuten Pause. Ist eigentlich relativ gut so. Pause so. Und ja. Eigentlich ist ja das Video jetzt spontan entstanden. Ich bin ja im BBS Multiplayer jetzt gerade unterwegs, also im Busbetriebssimulator. Und bei OVMD und wollte hab gedacht, okay, fährst du Weihnachtsmarkt Shuttle und ja. Dann ist mir aber eingefallen, halt stopp, du kannst ja gleich das Video aufnehmen, theoretisch. Für Sonntag. Was mache ich jetzt? So, genau. Zweite Adventsfolge. Zweite Adventsfolge. Das erste Mal, dass ich mitten im Advent über Videos gleich mache und hochlade. Das letztes Jahr war das so natürlich nicht so, da noch nie geredet und ein bisschen unregelmäßig. Dann sind sie immer sonntags gekommen, als ich die mitten in der Woche aufgenommen habe.
aufgenommen habe, die Videos, und Sonntag sind die oder am Wochenende sind die halt rausgekommen, die Videos. Und das erste, allererste Video nach langem wieder war das Train Simulator Video mit über 700 Aufrufen. Also 730, über 730 Aufrufe, das ist schon hammer geil. Hatte ich oder nie. Und dann natürlich das Dresden-Video, wo wir damals im letzten Herbsttag, Sommertag gefahren sind, in Dresden auch über 500 Aufrufe. Also richtig cool. Und 29 Abonnenten natürlich. Wird andere mehr im Jahr geschafft, aber ich habe unregelmäßig Videos gemacht. Bis war keine Videos erstmal dann gemacht. Ja, und mal gucken, es wird langsam wieder ein bisschen. Und wenn das nur 15 Aufrufe hat, das ist mir wurscht. Es guckt jemand und. Ne? Wäre noch Schüler, also zumindest. Da ist es nicht so schlimm. Außer Schweiz irgendwie. Begeisterter oder so, also hier begeisterter YouTuber und mache jeden Tag Let's Plays und habe nur 5 Abonnenten. Muss man sich das nochmal überlegen. Ja, natürlich gibt es welche, die über 10 Millionen haben, also von denen hat man eigentlich Respekt und dann kriegt man so die Inspiration, wie man das machen könnte und gibt es ja auch viele. Hab mich ja auch inspirieren lassen, ne? Erstens vom Simulite, dann haben wir so ein bisschen halt um sie geschaut und so weiter und es hat mir einfach gefallen, hab gedacht, probierst du es auch mal. Hab mich probiert. Genau. Das erste Video hat ja über. Das allererste YouTube-Video von mir hat über 100 Aufrufe. Tja, das haben wir auch schon da. 10 Minuten vor früher. Letztens war ich nicht müde zu spät hier. Gut, da habe ich aber überall gewonnen, bis ich 0-0 hatte. Genau. Hier ist der andere Weihnachtsmarkt. Den gucken wir mal ans gleich an, wenn wir dann hier am Pausenplatz stehen. Noch schnell. So, gucken wir uns den jetzt an. Steckt die Stücke nochmal ein oder zumachen. Hier dieselbe Musik, hier aber noch etwas größer gemacht. Ja, also haben wir einen größeren Platz, natürlich auch dementsprechend auch größer. Hier mit Weihnachtsbaum und wunderschönen Weihnachtskugel. Hier nochmal. Also richtig schick gemacht. Natürlich schon der Abstand, also in OMSI ist Corona, kennt die gar nicht die Leute. Das kennt ihn. Hier auch. Frische Schmalzkuchen. Lecker. Also, auch wenn hier ein paar Figuren stehen, ist natürlich die Performance zu schuld, dass das die Performance nicht so schlecht wird, aber ja! Hier sieht man es auch. Jetzt leuchten die Dinger hier. Also richtig cool, die. Wechseln wirklich auch die Position hier. Also richtig schick gemacht. Muss man jetzt mal so sagen. So. Oh, jetzt sind die Maschinen alle ausgestiegen schon. Ja, das ist so schön. Also jetzt fahren wir weiter. Na. Dann machen wir so einen Pausenplatz. Genau. Da endet auch schon das Video hier dann gleich. Diesmal nicht allzu lang, letztens war ja so ein bisschen über 10 Minuten, über 20 glaube ich sogar. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen und ein Abo da lassen würdet. Und wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Und bis zum übernächsten, bis zum nächsten Sonntag halt. Da kommt dann bei den X10. Da fahren wir dann auf der Metrobuslinie, aber M19 oder M29, da muss ich nochmal schauen. Da auf jeden Fall wollen wir nämlich schon auf Weihnachtsmarkt vorbeifahren, den ich gezeigt habe schon mal. Und genau. So.
Als ihr spawnt euch einer hier startet, hier an der, also an der Abfahrt hier, auf der Seite hier. Hier steht ihr dann. Und hier ist euer Pausenplatz. Zack. Alles okay. 7 Minuten Pause haben wir. Ne, also schlecht. So, ich verabschiede mich. Euch einen schönen zweiten Advent. Und bis nächsten Sonntag. Und tschüss.